Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Maskenvideo. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ich wollte jetzt sowieso eine Maske machen. Ich möchte dann auch mich schminken und Videos drehen, aber es soll ein Gewitter kommen. Ja, und da dachte ich, das ist blöd, wenn ich dabei jetzt gerade ein Video mache. Aber da es noch nicht angefangen hat, ich noch drauf warte. Sieht schon so aus und es ist auch gemeldet, aber ja, naja. Dachte ich halt, dass ich mal diese Maske machen könnte und euch dann mitnehmen könnte. Und dann je nachdem, wie lange es dauert, kann ich das ja dann eben einfach drauf haben auf dem Gesicht. Und wenn es fertig ist, kann ich euch dann sagen, wie es war. Die Maske gibt es aktuell noch bei DM, da habe ich extra nachgeschaut, weil ich finde, ansonsten macht das wenig Sinn, wenn man das nicht mehr bekommen kann. Das ist die Fruity Peach Tuchmaske, Limited Edition war das von Balea, die kostet, soweit ich weiß, 95 Cent, also der Preis ist auch erschwinglich. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Pfirsichextrakt und Hyaluron, für jeden Hauttypen geeignet, und ich habe irgendwie wieder Pickel, immer wenn ich Videos drehe. Also immer. Soll 15 bis 20 Minuten draufbleiben, aber ich entscheide das immer individuell, eigentlich immer länger. Genau. Hergestellt in Polen, das ist ja interessant. Ja. Die dachte ich, probieren wir mal aus und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr die auch wollt. Oder vielleicht möchtet ihr gerne mit mir zusammen die Tuchmaske testen. Dann kurz auf Pause drücken, schnell die Maske holen und ab geht's. Und ich benutze da immer dieses Stirnband. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Weil ich habe mir jetzt gestern die Haare gewaschen und ich möchte nicht, dass das direkt vollsifft hier vorne. Genau, dann mache ich das immer so. Höre ich zwar nicht mehr so gut, aber ich möchte sowieso nichts hören. Genau, es geht los. Das muss man hier aufmachen. Ich habe einen Frosch im Hals. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Irgendwie fühlt sich das hier so cremig an, aber ach, das ist einfach ein schönes Teil. Komm, kurz noch mal genießen. Das ist einfach ein hübsches Ding. Mal gucken, wie das riecht. Oh, riecht das gut, Leute. Ich habe auch eine zu eine Nase irgendwie. Und trotzdem, ich habe eine Allergie. Aber ich weiß nicht welche. Irgendwas, was da fliegt gerade. Oh, das riecht ja so gut. Das riecht wie Pfirsicheistee. Oh, Leute, also das ist schon mal super. Top. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass die wieder nach Fisch riecht. Oder was war das letztens? Also letztens. Vor 2 Jahren oder so. Letztens. Okay. Ja, also ich habe so ein bisschen Kratzen im Hals, aber genau. Ist nichts drauf, brauche ich auch nicht. Sieht so oder so bescheuert aus, wenn man eine Maske drauf hat. Da macht es der Druck auch nicht viel besser. Genau. Und weil die immer so ein bisschen groß ist, dann benutze ich sowas. Ich kann mal gucken, ob ich was finde online. Das war jetzt hier ein Werbegeschenk von Juti. Wenn ich da online was finde, werde ich es euch in die Infobox verlinken. Und die Maske auch. Das finde ich ja immer so ein bisschen blöd. Vor allem, wenn ich Kaffee noch trinke. Ich muss sagen, das Tuch könnte ein bisschen softer, flexibler sein. Also ein bisschen dünner. Ansonsten ist es in Ordnung. Das hier mache ich jetzt mal weg hier. Das kann ich gar nicht leiden bei der, wenn die so dick ist. Also dick ist die jetzt nicht, aber gibt dünnere mit ja, flexibleren Vlies. Aber was ich schön finde, die Augen sind schön ausgeschnitten. Da muss ich nicht, ich schnippel immer irgendwo rum noch, hier meistens oder hier, dass ich gut sehen kann. Ich habe jetzt hier meinen Spiegel und das hier meistens ab. Genau. Aber so passt es gut. Und das riecht immer noch, man kann das ein bisschen immer noch riechen. Das ist gut. Da freue ich mich jetzt. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, 4 von 5 Sternen, weil
das Tuch könnte dünner sein. Das lasse ich jetzt drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Die Formulierung mit Pfirsich- und Hibiskusextrakt sowie Hyaluron pflegt die Haut geschmeidig. Erste Fältchen erscheinen gemildert. Die Tuchmaske schmiegt sich sanft an jede Gesichtskontur an. Naja. Und sorgt für eine optimale Wirkstoffaufnahme. Der fruchtig frische Duft nach Pfirsicheis, okay, umschmeichelt die Sinne. Ja. Ich finde, es riecht irgendwie nach Pfirsicheistee. Und hier ist noch so ein bisschen Glibber rausgekommen. Das verstreiche ich mir jetzt noch und dann könnt ihr das auch bestimmt mindestens eine Stunde drauf lassen. Ich möchte zwar eigentlich noch mehr Videos drehen, aber ich möchte mich nicht abstressen. Ich hätte morgen auch noch Zeit und ich muss für die Woche 3 Videos noch drehen. Einfach für meinen Zeitplan und 2 Stück auf Datum. Deswegen, das ist in Ordnung, ja, so wie ich eben Zeit habe und Lust habe. Und ich habe mir übrigens auch am Freitag einen Hexenschuss zugezogen. Läuft bergab, aber immerhin. Genau, jetzt lasse ich es auf jeden Fall mal einwirken. Riecht immer noch wahnsinnig gut, ich freue mich darüber und irgendwie kommt das Gewitter nicht. Und es ist so heiß und das ist alles so ausgetrocknet. So, ich würde mich schon drüber freuen. Das war's. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, hier bin ich wieder zurück. Natürlich hat noch die Post geklingelt. Klar. Normal kommen die immer später, aber klar, wenn man so aussieht, dann muss das natürlich. Und ich ärgere mich gerade richtig. Ich habe mir nämlich Schuhe bestellt und die sind scheiße. Gefallen mir überhaupt nicht, sind vorne, fühlt sich an wie Zeitungspapier. Ja, scheiße. Sowas regt mich immer richtig auf, weil ich glaube, den Rückversand bezahlen muss. Oh Mann, ich hatte mich so auf die Schuhe gefreut. Ziehe die gerade an und denke, was ist das denn? Vorne hauchdünn. Und wenn man läuft, das ist so knittrig. Das ist wirklich wie so ein Papier, was wasserabweisend ist. Das fühlt sich auch richtig Schrott an. Egal, okay. Hätte ja auch mal was sein können. Naja, okay. Ja, hier unten hat sich schon ein bisschen abgelöst. Hier ist es auch schon getrocknet. Es ist nur noch hier so ein bisschen feucht. Und hier, also es hat schon gut eingewirkt. Ich glaube, das war jetzt eine Stunde oder so noch länger drauf. Ja, ich ziehe es jetzt mal ab, dann gucken wir mal. Ja, ist schon, also hat sich richtig gelohnt, ist schon richtig trocken jetzt. Rest soll man einmassieren. Hier oben ist noch ein bisschen Rest hier. Aber ich finde, oh, hier, seht das? Ist, hat wie heißt das hier? Die Falte von der Maske hier hat sich hier verewigt. Aber das geht auch gleich wieder weg. Aber die Haut ist schön weich, geschmeidig. Ich finde, die hat einen schönen Glow. Die sieht auf jeden Fall gepflegt aus. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich auch empfehlen. Für 95 Cent kann man das absolut machen. Die war wirklich toll. Also ich habe jetzt nichts dran auszusetzen. Außer, dass das Tuch hier ein bisschen dünner hätte sein können. 4,5 von 5 Sternen, würde ich jetzt mal sagen. Also richtig toll sieht es aus. Schaut euch den Glow an. Die Haut ist gut versorgt. Es spannt nichts. Falten, ja, ja, gut. Habe ich jetzt ja auch nicht so wahnsinnig. Aber könnte man schon meinen, dass das ein bisschen aufgefüllt hat. Das ist ja immer noch für den Moment. Ist ja kein Wundermittel. Doch, aber finde ich sehr, sehr gut, hat sich gelohnt. Ich kann die Maske auf jeden Fall sehr empfehlen, vor allem für den Preis. Die gibt es aktuell noch, seid schnell, sichert euch ein paar Stück, weil das ist eine Limited Edition und was man hat, das hat man. Das war's mit dem Video, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, tschüss.